Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LSZ 22 Goldgräber. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich habe hier mal, damit es ein bisschen schneller geht, die Route nochmal verändert von Autodrive. Die Fahrzeuge kommen also jetzt wesentlich näher hier unten ran und fast zu nah, aber es hat natürlich so ein bisschen einiges beschleunigt. Wir gucken mal eben, kann man irgendwie die Eimer sehen da hinten? Nee. Hab das Auto schon zurückgeholt von der Bank, da kommst du gerade angefahren, wie hier auf Stichwort. Ja, so vom Gefühl her würde ich sagen, wir müssten jetzt so langsam genug haben, um den Steinbrecher zu installieren, oder wie auch immer der richtig heißt. Gab es da nicht mal einen Sportmoderator, der so hieß? Michael Steinbrecher, gab es den? Oder gibt es den vielleicht noch? Ist ja bald wieder Olympia, da hast du ja dann wirklich alle Sportmoderatoren, die es irgendwo gibt, hörst du ja dann im Zuge dessen irgendwo, weil ja, die alle irgendwo unterwegs sind. Da muss ich übrigens sagen, was mich da damals am meisten fasziniert hat, war damals lief das mal auf Premiere damals noch. Heute ist Kai. 5 olympische Ringe, 5 Sender. Ja? Auf 5 Sendern haben die dann haben diese 5 Sender freigeschaltet oder Kanäle freigeschaltet, wo dann entsprechend Olympia lief. Und die haben sich da nicht lumpen lassen und haben da so richtig, richtig fette Experten gehabt, die, also zum Beispiel jetzt beim, in der Bobbahn, ne, wo du, ja, da geht es ja um tausendstel Sekunden, ne, sind wir uns mal ehrlich. Und der Moderator, also der Co-Kommentator, nicht der Moderator, sondern der war dann einer dabei, der, weiß ich nicht, war vielleicht mal Bobfahrer oder irgendwas, ne, keine Ahnung. Und der sagt dann immer so, okay, ja, der fährt jetzt hier gleich um die Kurve, wir werden gleich eine Zwischenzeit haben von 2000stel mehr und dann waren es genau 2000stel. Und das hat der gesehen mit dem Auge. Mit was auch sonst, aber hey, du weißt, wie ich es meine, ne? Also der hat quasi, was auf so eine enge Kiste bei den hohen Geschwindigkeiten rausläuft, hat er einfach gesehen. Konnte genau sagen, ne, so, das war jetzt, na, der war nicht so gut. Da hat er 3000stel verloren und genauso war es dann auch. Sehr faszinierend, finde ich, wenn Leute so spezielle Fähigkeiten in bestimmten Bereichen haben. Das ist schon, das beeindruckt mich immer. So. Und deswegen versuche ich ja hier spezielle Fähigkeiten im Goldgräberprojekt zu haben. Ja, also, wir werden heute den Fluss angraben oder so. Mal gucken. Vielleicht, gegebenenfalls. Das sollte hier auf jeden Fall genug Gold sein, um das hinzukriegen. Und ich muss sagen, mit den großen Maschinen, das geht schon um einige schneller, ne? Das muss man auch wirklich sagen. Das ist schon richtig gut. So. Dann einmal durchlaufen lassen. Aber wir können den Goldsand, ne? Den können wir, glaube ich, auch hier reinpacken, oder? Das dürfte vielleicht schneller gehen, als es immer zu versuchen, jetzt gerade ins Auto zu stellen, oder? Ging das nicht? Da ist noch Gold drin? Hä? Hat er den nicht ganz verkauft? Dann können wir direkt rüber schleppen. Laufen mit Kisten, MLS. Gute Idee. So, ich finde es halt witzig, das ist einfach so ein Riesentresor, ne? Und dann. Aber ja. Dann halt klassisch.
Kann man vielleicht, wenn man von hier... Auch nicht, ne? Weiß nicht, ob das besser ist. Nein. Dein. Das Ding ist, die müssen halt richtig rumstehen. Das haben wir jetzt gelernt. Und unsere Trägerprobleme bei der Bank. Ich glaube, das habt... Aber ihr habt das doch auch gefeiert, oder? Das ist einfach mal... Auch mal einfach mal so ein Blödsinn. Aber wie soll man auch als normaler Mensch auf die Idee kommen, dass ein Barren eine Unterseite hat, an der er auskippt, weil es gehandhabt wird in einem Spiel, wie eine Palette, ne? Wie soll man denn auf die Idee bitte kommen? Frage ich dich. Das ist ja etwas abwägig. So, alles raus. Alles raus. Die Frage ist, kann man die jetzt irgendwie retten, indem man jetzt einfach mal ein bisschen hier ein bisschen rumfährt? Rutschen sie sich dann gerade vielleicht? Die kippen höchstens noch mehr um, oder? Nochmal. Ja, die kippen höchstens noch mehr um, habe ich den Eindruck. Gut, dann müssen wir die teilweise von 100 bleiben, ist ja nicht schlimm. In anderen Spielen ist es ganz gut gelöst, bei so Drehsachen. Das wäre vielleicht auch das hierfür. Da gibt es dann eine Taste, wo man sozusagen die Drehrichtung resetten kann. Da drückst du einfach einen Knopf und sagst damit, natürliche Palettenposition oder so einnehmen. Und dann dreht sich die Palette so mit der Unterseite nach unten, mit einem Tastendruck. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, wie man das hier lösen könnte, oder? Und das Gefissel, das ist ja jetzt, das trägt er nicht zum, das trägt er jetzt nicht wirklich zum Mehrwert des Spiels bei, ne? Und die richtige Drehrichtung rauszufinden bei gedrückter mittlerer Maustastenhaltung, habe ich auch schon spannendere Sachen erlebt. So. Gucken wir mal. Sollte ja dann auf jeden Fall für diese Stream-Send-Vorrichtung reichen. Das ist doch dann eigentlich... Nee, ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, das wäre doch eigentlich das Gleiche wie die erste Schmelzanlage, die wir hatten. Aber nee, die war ja auf Gold ausgelegt. Und die wir jetzt haben, die ist ja darauf ausgelegt, sagen wir mal, das, den Stream Send in andere Komponenten aufzuteilen. Und daher ist es ja nicht das Gleiche. Schiebt sie einfach immer weiter. Sind wir gleich schon bei der Bank angekommen, wenn wir sie so weiterschieben. Ich frage mich hier ehrlich gesagt, warum ist das so? Das haben wir ja auch in Vorgängerversionen dieser Map auch schon erlebt oder in allen Sachen, wo das irgendwie so ist. Warum ist denn das eigentlich so, dass die Barren so gehandhabt werden müssen, als wenn sie nach unten raus auskippen? Welchen Game-Design-technischen Hintergrund hat das? Würde mich mal interessieren.
Also, was ist der Hintergrund, dass das so gelöst ist und nicht irgendwie zum Beispiel... Ich überlege gerade, ist das bei allen Paletten eigentlich so in dem Spiel? Ja, ne? Das ist bei allen Paletten so. Also, wenn wir Eier verkaufen oder so, oder das, die Gemüsepaletten, wenn wir uns recht erinnern, es ist bei allen Paletten so. Oder frage ich mich, warum ist das so? Okay, so, der fährt jetzt zur Bank und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er da ist, mit dem Geld. Immer wenn ich die Stadt da vor uns sehe, denke ich mir, wenn wir demnächst hier auch unsere eigene Stadt gründen, unsere eigene Kommune, dann den Dorfbewohnern ihre CD-Sammlung wegnehmen und denen den Strom verkaufen und ich dann der Bürgermeister bin, dann, ja, dann haben wir, glaube ich, das Ziel in diesem Spiel erreicht. Gut, ja, es müsste jetzt eigentlich ein bisschen mehr sein, wobei wir natürlich möglicherweise auch den Preis gedrückt haben durch die vielen Verkäufe jetzt in letzter Zeit. Wir schauen mal. 690.000 benötigen wir für die Fabrik und beim letzten Mal haben wir 6 Eimer verarbeitet. Dieses Mal waren es deutlich mehr Eimer. And there you go. Ja, das heißt, wir können beginnen zu bauen. Und zwar wollten wir haben. Wir wollten haben. Wo ist? Die da, ne? River Sand und Strom. Verteilt in die, in diese anderen Produkte. Geile Kameraeinstellung. Ich kann die nicht, jetzt kann ich sie drehen, okay. 650.000. Da vorne ist Anlieferung, da hinten ist Ablieferung. Wieso habe ich nicht genug Geld? So. Also da wird irgendwie reingekippt. Normalerweise teste ich solche Dinge vorher immer so ein bisschen, heimlich und so weiter. Aber hier springen wir direkt mal ins Leere. Ich will nur rausfinden, was ist da hinten noch dran? Wieso ist die Kamera so komisch? Warum kann ich die nicht weiter rauszoomen? Sind wir hier irgendwie zu hoch oder was ist das? So, also wir haben hier irgendwie so einen Einfüllbereich. Dann haben wir da 3 Ausgaben und da hinten ist nochmal so eine große Ausgabe. Die würde ich gerne einmal sehen, aber ich kann... Warte mal, doch, so kann ich die vielleicht sehen, oder? Da ist ja nochmal so ein Riesenwerk dran. Das ist ja nur irgendwie gucken, dass das jetzt nicht... Boah, das ist aber echt blöd zum Platzieren hier. Dass es jetzt nicht hier hinten in den Weg reinragt, weil wir sehen das ja nicht. Würde ich sagen, machen wir das mal so ein bisschen. Hier hinten ist ja Platz genug, ne? Ja, hier wäre eh Platz genug. Ja, machen wir so. Sollen wir mal eben einmal hier korrigieren? Einfach mal ganz schief. So, Landschaftsbau, malen nach Zahlen. Das ist, glaube ich, ist das Dörte hier? Hier können wir ja nicht malen, weil das nicht unser Land ist. Der ist es. Weißt du, das ist nicht unser Land, aber die Fabrik können wir da so rüberragen lassen. Na gut.
Hätte er gehen können. Gut, gucken wir uns mal an, was die kann. Und da kommt ja der viel schwierige Teil. Wir müssen jetzt versuchen, dann darüber einen irgendwie gearteten Weg zu schaufeln, dass wir schön da runterkommen. Und wie gesagt, ich würde hier wirklich vielleicht dann in der Tat zum ersten Mal wirklich irgendwas mit Förderbändern bauen. Weil, ja, ich weiß noch nicht. So, also hier wird offenbar angeliefert. Ach, das ist wie... Ja. Kennen wir schon. Und hier können wir dann abladen. Okay, pass auf, dann... müssen wir jetzt irgendwie hier hinten einen Weg hinschieben. Dann würde ich sagen, Terraform flatten. Discharge. Smooth. Lower, ne? Wir müssen hier erstmal irgendwie runter. Und, ach so, Paintings hatten wir schon auf... Nee, Paydirt. Kohle nicht. Ja, Gravel, glaube ich, ne? So. Hier erstmal noch gerade. Oh, das wird spannend, Leute. So. Also hier sehe ich uns erstmal nochmal gerade. Müssen wir erstmal hier die ganzen Büsche entfernen. Und ein bisschen was sehen. So, und dann müssten wir hier jetzt bei Unload Race. Weil dann würde er es anheben, ne? Künstlich. Wir wollen es ja eben haben, oder? Leute, ihr wisst, was das jetzt heißt. Das wird Garderol... Puh. Garderol Puh, genau. Wenn ihr das jetzt von Englisch auf Deutsch... Auweia. Auweia, Leute. I'm a little bit nervous. Okay, war nicht tief genug, ne? Nehmen wir erstmal hier den Platz. Naja, es könnte gehen, ne? Wir erzeugen natürlich jetzt künstlich Material, aber wir müssen ja hier runter eigentlich. Also, ich wollte gerade schon sagen, ich mache das offscreen, aber ich kenne euch ja, ne? Ihr wollt sehen, wie ich das hier... wie ich hier versage im das Bauen, ne? Also, nächste Woche sag ich schon. Vielleicht nächste Woche, ich weiß nicht, wann die Folge kommt. Nächste Folge gibt's jetzt sofort auf Garderol Plus. Hier ist jetzt Schluss. Und wenn du wissen willst, wie ich jetzt hier irgendwie das hinkriege, sei beim nächsten Mal dabei. Nichts verpassen mit Abo-Glocke an. Und guck mal bitte bei YouTube, ob du die Funktion gesicherte Inhalte verbergen eingeschaltet hast. Schalte die mal aus und dann siehst du vielleicht doch endlich wieder alle meine Videos. Mach's gut. Tschüss.